Also mein Name ist Nina Weger. Mein Beruf ist es, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worum es in dem Buch Als mein Bruder ein Wal wurde geht? Als mein Bruder ein Wal wurde, ist die Geschichte von Bela, dessen großer Bruder Julius nach einem Autounfall ins Wachkoma fällt. Das heißt, Julius atmet selbstständig, der hat die Augen geöffnet, aber man kann keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Oder man weiß nicht, versteht Julius etwas, spürt er noch etwas, ist da noch etwas oder funktionieren nur noch seine Organe? Und der Julius, es wird alles versucht, ihn ja wieder aufzuwecken, ins Leben zurückzuholen. Und der ist 2 Jahre in einer Reha-Klinik und als das nicht gelingt, wird er nach Hause entlassen. Und da fragt dann der Kinderarzt die Frage, okay, wenn der Julius das nächste Mal eine Lungenentzündung bekommt, was machen wir dann? Soll er behandelt werden oder nicht? Die Eltern sollen jetzt also über Leben und Tod entscheiden. Und Bela hat so das Gefühl, er ist so der Dritte in der Familie. Und da die Eltern uneins sind, dass die Entscheidung irgendwie bei ihm liegt. Und um das herauszubekommen, was richtig oder falsch ist, macht er sich auf eine Reise. Was glaubst du, unterscheidet dieses Buch von deinen bisherigen Büchern? Ach, ich finde gar nicht, dass sich das so doll unterscheidet. Das werde ich aber ganz häufig gefragt. Wahrscheinlich, oder ich vermute das, weil es auch um Sterben und Tod geht. Aber mir ist es immer wichtig, Geschichten zu schreiben, wo Kinder oder Jugendliche versuchen, eine Lösung zu finden. Und es sind immer irgendwie existenzielle Probleme. Ich glaube, ob sich deine Eltern trennen, oder es kann ja auch ein Umzug sein, immer Veränderungen im Leben und dann haben Kinder oder Jugendliche wenig Möglichkeiten, selbst zu entscheiden. Meistens entscheiden die Erwachsenen, die müssen irgendwie damit klarkommen. Und ich versuche in meinen Geschichten immer, Lösungen zu finden dafür oder Alternativen aufzuzeigen, was auch immer. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du ein Buch über so ein ernstes Thema schreibst? Ich habe einen Artikel vor über 10 Jahren im Spiegel gelesen, dem Magazin. Und da ging es um einen Fall, wo eine Mutter ihrem Sohn, der im Wachkoma lag, diese Magensonde, durch die er ernährt wurde, herausnehmen lassen wollte, damit er sterben darf. Weil sie hat gesagt, sie glaubt ganz sicher, dass ihr Sohn das so nicht gewollt hätte. Und daraufhin hat der Pflegedienst sie angezeigt und ihr das Sorgerecht entzogen. Und das Kind wurde ihr weggenommen. Und dann habe ich gedacht, wie furchtbar ist das, wenn man sich zu so einer Entscheidung durchgerungen hat und das einem noch so schwer gemacht wird. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, was würde ich tun in so einer Situation? Und kann man das überhaupt? Darf man über das Leben eines anderen Menschen entscheiden, wenn der sich vorher nicht wirklich dazu geäußert hat? Und wer äußert sich schon ganz klar dazu? Und selbst wenn er sich geäußert hat, vielleicht findet der das jetzt alles ganz anders. Also das fand ich einfach eine ganz schwierige Frage, ja, die mich ganz doll beschäftigt hat. Wie würdest du Bela beschreiben? Also Bela, finde ich, wird ganz schön allein gelassen, weil seine Eltern einfach so viel selber mit sich zu tun haben, mit dem Schmerz und der Sorge um Julius. Und mich hat das ein bisschen traurig gemacht dann auch, die Situation. Und ich habe eine Gruppe von Kindern getroffen, die heißen Geschwisterkinder. Das sind alles Kinder, die einen Geschwisterteil haben, das entweder sterbenskrank ist oder ganz schwer beeinträchtigt ist. Und die damit leben müssen, dass sich die Familie eigentlich immer um dieses Geschwisterteil dreht. Und die haben mir ganz viel erzählt aus ihrem Leben. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist schon ganz schön hart. Wenn man auf der einen Seite sagt, nee, man muss man ja alles ausgleichen, was der andere jetzt nicht kann. Und gleichzeitig, indem man sich so viel Mühe gibt, alles gut und richtig zu machen, wird ja auch so deutlich, dass der andere das nicht kann. Und in diesem Spannungsfeld zu leben, das finde ich ganz schön schwer. Und weil ich, also Bela auch irgendwie dachte, er ist so einsam, habe ich ihm einfach Martha an die Seite gegeben, dass er dann eine Freundin hat, die so klar und pragmatisch ist und mit ihm ja diese Lösung sucht. Wie bist du denn auf den Titel gekommen? Weil ein Wal und dein Wachkoma hat ja ohne Bezug jetzt relativ wenig miteinander zu tun. Also Bela versucht sich ja mal vorzustellen, was Julius wohl empfindet und wie das ist. Und er kann sich das ganz schwer vorstellen und sucht danach. Und dann findet er irgendwann ein Bild oder eine Vorstellung, die ihn tröstet und mit der er das also überleben kann. Und er stellt sich vor, dass Julius vielleicht wie ein Walfisch durch die unendlichen Tiefen des Ozeans gleitet, da wo nie ein Mensch hinkommt oder ein Sonnenstrahl, ganz ruhig und friedlich. Und er hofft dann immer, dass so wie ein Wal zum Atmen mal auftaucht, vielleicht Julius auch auftaucht und spürt, dass er da ist. Und das ist so sein Trost, an den er sich klammert, um das auszuhalten.
Du hast dich ja für deine Recherche mit einigen Eltern, Geschwistern und Ärzten von Wachkoma-Patienten getroffen. Gibt es eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich war bei einer Familie, das sind 4 Kinder und der älteste Sohn, der auch Julius heißt. Da war ich zu Besuch und da habe ich wirklich gedacht, wow, also auch die Geschwister alle, wie viel Lebensfreude da war und was der Mensch auch aushalten kann. Und ich muss dir jetzt erzählen, das ist nämlich diese Woche erst, das hat mich auch sehr betroffen und bewegt, ist der Julius verstorben, ganz plötzlich und überraschend. Und dann war ich jetzt ganz froh, dass in dem Buch der Name Julius ist, obwohl das gar nicht so war, dass ich das nach ihm genannt habe, sondern ich habe so einen Namen gesucht und hatte einen anderen und hat meine Tochter gesagt, nee, so ist der nicht. Und dann haben wir gemeinsam überlegt und sie hat gesagt, ich finde den Namen Julius so schön, nimm doch Julius. Und dann kam noch dazu, dass es diesen echten Julius gab und ja, und jetzt ist es so ein bisschen in Erinnerung an Julius. Gibt es Dinge, von denen die alle ähnlich berichtet haben? Ja, es gab eine Sache, dass alle Mütter, egal wie unterschiedlich die waren und gelebt haben, ob es da noch Geschwisterkinder gab oder nicht, ob die sich vom Mann getrennt haben oder nicht, und auch die Gründe so unterschiedlich waren, warum die Kinder ins Wachkoma gefallen, alle Mütter irgendwann gesagt haben, ich bringe mich um. Die gesagt haben, das war für sie so schwer auszuhalten, nicht zu wissen, ob ihr Kind sie versteht, ob sie... ja, ob es vielleicht ganz einsam da drin ist und sich gerne verständlich machen möchte. Und das gab es bei allen einen Punkt, wo sie dachten, ich halte das nicht mehr aus. Und dann hat mir eine Mutter gesagt, also ich dachte, ich fahre an der Autobahn gegen Pfeiler. Und die nächste hat gesagt, ich dachte, ich stürze mich aus dem Fenster. Und die dritte hat gesagt, ich gehe jetzt in den Keller und erhänge mich. Das, wo ich dachte, oh! Aber alle Mütter hatten so einen Moment, wo sie so verzweifelt waren, dass sie gedacht haben, sie schaffen das nicht. Und das hat mir dann ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass dann andere Menschen drumherum sind, die Halt geben und stützen. Und das haben auch alle Familien gesagt, dass es so schwer ist, dass sich Freunde zurückziehen, weil die nicht wissen, wie redet man denn darüber, wenn so ein Unfall ist oder jemand im Wachkoma ist. Und die einfach Angst haben, darüber zu sprechen. Und die haben mir dann auch gesagt, darum sind sie so froh, dass es ein Buch darüber gibt, dass vielleicht die Leute verstehen, was da ist und einfach nicht so eine Scheu haben und sich zurückziehen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Viele Ärzte sind ja davon überzeugt, dass Menschen im Wachkoma nichts von ihrer Umgebung mitbekommen. Wie haben das die Geschwister und Eltern gesehen, mit denen du dich getroffen hast? Auch da ist es echt ganz unterschiedlich. Da habe ich solche und solche Ärzte getroffen. Es gibt dann einige, die ganz schroff sagen, da ist nichts mehr, ist eine Hülle, gar nichts mehr, kann man abstellen. Es gibt aber auch Ärzte, die gesagt haben, naja, also wir kommen da, stehen mal an dem Bett und untersuchen den. Wer sagt, dass die Eltern, die immer um ihr Kind herum sind, oder die Geschwisterkinder, nicht doch irgendeinen Weg haben, um sich mit dem zu verständigen? Und vielleicht gibt es irgendetwas zwischen Himmel und Erde, was man medizinisch nicht erklären kann, aber trotzdem da ist. Also das war auch ganz spannend, das gab es, ja, da gab es alles. Und es gibt ja auch einen Neurologen, der so ganz spannende Untersuchungen macht, die ich ja auch im Buch beschrieben habe, der die praktisch in so einen Computertomographen schiebt, die Wachkoma-Patienten, und denen sagt, stellt euch mal vor, ihr geht durch euer Haus, oder stellt euch vor, ihr spielt Tennis und eins heißt ja und eins heißt nein, und so mit denen in Dialog getreten ist. Und selbst da war es bei jemandem, wo die nichts aufzeichnen konnten, gar nichts, also da sah man nichts, und er hat zu den Eltern gesagt, also ich fürchte, da ist wirklich gar nichts mehr. Der ist 2 Jahre später aufgewacht und konnte sich genau an alles erinnern. Und da hat auch dieser Mann gesagt, der ja wirklich, ich weiß nicht, hunderte von Wachkoma-Patienten untersucht hat, es gibt vielleicht etwas, was wir nicht greifen können. Und das macht es ja auch so schwer. Wie glaubst du, unterscheiden sich denn die Meinungen der Ärzte und der Angehörigen? Ach, ich finde, man muss einfach sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Und jeder muss mit dem leben, wie er das vertritt und wie er dann auch Entscheidungen trifft. Und wer hat das Recht, dazu etwas zu sagen? Also es gibt kein richtig oder falsch. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, dass das, was man aushalten muss dann, dass das so ist. Dass wir nicht, dass niemand sagt, ja, wunderbar, richtige Entscheidung oder 3 Punkte, sondern man weiß es nie und man muss damit leben. Und ja, ich habe sowohl bei Pflegern, auch bei Ärzten, Angehörigen alles erlebt. Bela fühlt sich in deinem
in deinem Buch ja oft schlecht, da er so auf die Ärzte angewiesen ist. Wie war das denn für die Eltern und Geschwister, die du da getroffen hast? Waren die da, haben sie sich auch schlecht gefühlt, weil sie so auf die Ärzte angewiesen waren? Ach, ich glaube, denen sind, also auch aus den Erzählungen kann ich sagen, auch unterschiedliche Menschen begegnet. Also die auch gesagt haben, es gab so tolle Ärzte, die sie aufgefangen haben und warmherzige Menschen. Dann gibt es auch unter den Ärzten, muss man ganz klar sagen, auch einige, die so emotional so ein bisschen sturkelig sind. Die verstecken sich dann hinter ihrem medizinischen Wissen, aber sind nicht in der Lage, auf den Menschen einzugehen. Also das, da gibt es auch Menschen aller Art. Und auch da kann man ja auch niemanden zum Vorwurf machen. Das ist, wie es ist. Das, was alle gesagt haben, was sie ganz schlimm fanden, ist eine große Bürokratie. Eigentlich der größte Feind von denen allen waren immer die Krankenkassen, die ihnen das Leben schwer machen. Also ich schreibe ja auch in dem Buch, dass sie zum Krankenkassen vorschreiben, wie viel Windeln die haben oder die Urinbeutel, wo, wenn die so Katheter haben. Und sagen, das muss reichen. Und wo die alle Familien mir gesagt haben, nein, im Sommer reicht das nicht, dann riecht das Wohnzimmer nach Pipi. Und haben zu den Krankenkassen, diesem Vertreter, auch gesagt, kommen Sie her, gucken Sie sich das an. Also Ihre zwei Urinbeutel oder so in der Zeit reichen nicht. Und das hat sie so müde gemacht und hat ihnen so viel Kraft noch obendrauf gekostet, dass ihnen mit so einem Blödsinn das Leben schwer gemacht wurde. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Es muss nicht sein. Bela und Martha reisen ja nach Rom, um den Papst zu fragen, ob es in Ordnung ist, die Geräte auszuschalten. Findest du wirklich, dass das nur der Papst entscheiden kann? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube ja auch, dass jeder das für sich entscheiden muss. Aber ich finde, es zeigt auch die verzweifelte Suche von Bela nach jemandem, der es wissen muss. Und wenn jemand sagt, der liebe Gott weiß das nur noch und Martha dann sagt, ja, den kannst du halt nicht fragen, frag seinen irdischen Vertreter. Das ist ja auch eine große Verzweiflung. Also ich finde, ich bin nicht katholisch. Ich finde den Papst, der da jetzt ist, finde ich gut. Ich glaube, wenn das ein anderer Papst gewesen wäre, hätte ich das auch gar nicht so geschrieben. Aber das zeigt auch, dass es in Momenten einer großen Hilflosigkeit die Suche nach Antworten ist oder so einer moralischen Instanz, die das vielleicht sagt. Also jemand, der weiß, was richtig oder falsch ist. Und ich finde davon gibt es ja auch nicht so viel, die so anerkannt sind. Und da bot sich das einfach an. Ganz davon abgesehen, dass Rom ja auch eine schöne Stadt ist, wo man hinfahren kann. Hast du dir überlegt, wie deine Familie sich verhalten soll, wenn du nach einem Unfall im Wachenkoma liegst? Also, ich habe denen gesagt, ihr müsst das entscheiden. Weil wirklich, ich glaube heute, ich habe danach gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, eine Patientenverfügung zu machen und zu sagen, wenn das ist, ist das und das ist, ist das. Weil ich glaube mittlerweile, dass einen Situationen so verändern und dass man vielleicht ganz anders denkt. Man kann das nicht am grünen Tisch entscheiden, wenn ich dann das und das habe, will das, das. Aber man kann so Sachen sagen, und das habe ich zum Beispiel gesagt, solange ihr noch Hoffnung habt, bitte spielt mir jeden Tag ein Hörbuch vor und ich möchte jeden Tag die Nachrichten hören. Und da auch Wachkoma-Patienten auch mal wegdämmern, also schlafen oder wach sind, dann bitte zweimal, damit ich den Anschluss habe. Oder mir hat eine andere Frau gesagt, naja, sie hätte dann gesagt, die ein Kind im Wachkoma hat, sie hat auch überlegt, was kann man für sich schreiben. Die hat gesagt, ich möchte nur Baumwollnachthemden anhaben, zieht mir bloß nichts aus Synthetik an. Also ich finde, man kann so ganz paar praktische Sachen sagen, was man mag und nicht mag. Ich würde dann den Menschen, die ich liebe und die mich lieben, diese furchtbar schwere Aufgabe oder Entscheidung überlassen. Das ist nicht fair, aber umgekehrt wäre ich dann ja genauso dran, wenn denen was passieren würde. Wer glaubst du, sollte die Entscheidung dann für dich treffen? Also im Moment würde ich sagen, mein Mann und meine Kinder. Also das wären die, die die treffen sollten. Und ich denke, dass die auch alle klug gesucht sind, sich mit anderen Menschen zu beraten und für sich ihren Weg zu finden. Das, also würde ich hoffen, ja, dass das so ist. Würdest du dich mal gerne mit dem Papst unterhalten? Ja, würde ich gern machen. Ich finde, da gibt es noch auch eine Menge Verbesserungen. Und wie gesagt, er ist eine große moralische Instanz. Und ich finde, es gibt noch einiges zum Thema Toleranz zu sagen und zu tun. Und da würde ich mir wünschen, dass er auch noch mutiger einfach Entscheidungen treffen würde. Dass Menschen, so wie sie sind, in ihren Entscheidungen für ihr Leben akzeptiert werden. Also unabhängig von Nationalität, sexuellen Vorlieben und was auch immer. Das fände ich gut, wenn er da noch mal einen Punkt setzen würde. Glaubst du denn auch an Gott?
Das ist immer die schwierige Frage. Ich bin ja Pastorentochter und bin christlich sozialisiert. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte so mit so einem Sicherheit sagen, ja, ich vertraue darauf, dass Gott wird's richten. Also ich muss sagen, ich habe so viel Glück im Leben gehabt, dass ich immer denke, es gibt irgendjemand, der da schützend eine Hand über mich hält und mich begleitet. Und bin da sehr dankbar für all die Fügungen in meinem Leben. Und ich hoffe darauf. Also ich hoffe darauf und wünsche mir, dass das so ist, dass da jemand ist, der versucht, die Sachen zum Guten zu wenden. Aber ich kann nicht sagen, jawohl, ich sage dir jetzt, da gibt es jemanden, der da ist. Das kann ich nicht. Wann hast du dann angefangen, mit deinen Kindern über dieses Thema zu reden? Also ehrlich gesagt hatte ich nie damit Probleme, aber wie gesagt, ich bin ja so aufgewachsen, dass es bei uns zu Hause jede Woche eine Beerdigung gab. Also ich kannte das. Ich kannte, dass Menschen zu uns kamen, wo gerade jemand verstorben ist. Und ich wusste schon mit 8 Jahren, wenn jemand klingelt und sucht jetzt das Gespräch mit dem Pastor, mein Vater ist nicht da, die holst du jetzt rein und kochst einen Kaffee und bist da. Also so sind wir von Anfang an erzogen worden. Und ich habe auch Leichen ganz früh gesehen. Also ich hatte nie Berührungsängste. Und ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht. Ich habe auch gesagt, als die Oma gestorben ist, guckt euch das an. Weil das hat nichts Schreckliches und man muss es sich angucken und sehen. Und dann kann man sich Gedanken dazu machen. Und dann kann man auch sagen, es gibt etwas, was man nicht fassen kann, was weg ist. Das fand ich immer das Beruhigende, als ich die Menschen, die mir nahe standen und gesehen haben, als sie dann tot da lagen. Also es muss sowas wie eine Seele geben oder ein Wesen, denn irgendwas fehlt jetzt. Und ja, das war bei mir ganz wichtig, dass meine Kinder das auch früh sehen und einen entspannten Umgang damit haben und nicht von Angst geprägt. Das war mir ganz wichtig. Wir haben gelesen, dass du in deiner Jugend ja auch beim Zirkus warst. Beeinflussen dich die Erfahrungen aus der Zeit auch beim Schreiben? Ja, klar. Also ich selbst war im Kinderzirkus. Das war auch immer habe da Seil getanzt und dann war der Wunsch nach dem Abitur da auch wirklich Seiltänzerin zu werden und bin mit einem kleinen Zirkus mitgereist. Und ja, ich glaube, es hat den Blick geschärft, dass Menschen ganz anders leben, ganz andere Ansichten haben, auch ganz anders strukturiert sind in den Familien. Das ist mir fremd, aber es ist nicht schlecht. Und ich glaube, dass man einfach gesagt hat, es gibt ganz viele Arten zu leben und die können gut nebeneinander bestehen und es gibt kein besser, kein schlechter, aber ein anders. Und dass es auch ein großes Glück ist, diese Vielfalt. Und das habe ich dann gelernt. Und was auch ganz spannend war, ich habe einmal gelernt, wie das ist, wenn man so zu einer doch diskriminierten Minderheit gehört. Also Zirkusleute waren dann schon fahrendes Volk. Und mir sind auch solche Vorbehalte entgegengekommen. Und wenn man so relativ behütet aufwächst und im Pfarrhaus da in so einem Stadtteil von Hannover, dann war das eine gute, heilsame Erfahrung, wie das ist. Auch wenn man mal was für sich bitten muss und nicht für andere. Also das hat mir schon sehr geholfen. Bist du immer noch beim Kinderzirkus Giovanni oder in der Zirkusszene generell aktiv? Ja, ich leite immer noch den Kinderzirkus Giovanni. Das ist mein großes Glück und auch dann wieder fürs Schreiben, weil ich einfach ständig von ganz vielen Kindern und Jugendlichen in jedem Alter, aus ganz verschiedenen Familien, unterschiedlichen Nationen, allen Schulformen umgeben bin. Und es ist auch gut, wir arbeiten so eng und viel zusammen und man kriegt direkte Kritik. Und das finde ich ist immer sehr, sehr heilsam, so auf dem Boden zu bleiben, denn Schreiben ist ja auch manchmal so ein einsames Geschäft und dann ist man sehr, dreht sich auch sehr um sich und da bin ich halt voll im Leben und es bringt mich einfach auch wahnsinnig viele gute Ideen. Deine Kinder sind ja schon fast erwachsen, aber lesen sie deine Bücher immer noch? Also, das ist bei uns so ein bisschen geteilt. Greta, meine Tochter, liest sehr, sehr viel, Vincent leider nicht so viel, das ist irgendwie, wir erfüllen da jedes Klischee. Greta ist meine kritischste Leserin, die haut mir auch richtig was um die Ohren. Vor allen Dingen sagt sie immer, ich soll nicht so viel Schimpfwörter benutzen, da ist sie immer ganz streng mit mir, das findet sie peinlich. Und Vince ist eher so ein visueller Mensch, der hat früher zum Beispiel, wenn er was gelesen hat, mir die Figuren gemalt und hat gesagt, guck mal, das ist langweilig und ich male ihn dir jetzt mal spannender. Dann habe ich manchmal meine Personenbeschreibung seinen Bildern wieder angepasst. Also die haben einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Geschichten. Liest du deine Bücher nach der Veröffentlichung auch nochmal selber?
Also ich bin die Letzte, die es liest, bevor es in den Druck geht. Ich habe da auch so einen Kontrollfreak. Also ich habe das ja gefühlt 100 Mal gelesen und wirklich die allerletzte Fassung im Satz. Gehe ich es noch einmal durch und meistens findet man immer auch noch irgendwas, wo man sich fragt, wie kann das passieren? Ich habe es ja schon gefühlte 100 Mal gelesen, Christiane, meine Lektorin, die Korrektoren. Und dann lese ich eigentlich das gedruckte Buch nicht mehr, dann für die Lesung. Aber bei mir ist es so, wenn es zum Beispiel eine Hörbuchfassung von einem Buch gibt, dann müssen die manchmal etwas gekürzt werden, dann kriege ich das Manuskript und wenn ich das lese, weiß ich sofort, wo ein Wort fehlt. Also ich kenne die Geschichten dann so sehr, ich kenne sie einfach dann. Ist es dir wichtig, was andere über dein Buch so denken? Also in erster Linie muss man selber mit seinem Buch leben und muss da ganz und gar hinterstehen. Und dann muss es einem auch egal sein, was andere dazu denken oder mit der Kritik leben. Also ich finde, wenn man Bücher schreibt, hat man eine große Verantwortung. Und für mich war immer das gedruckte Wort auch wahrhaftig. Also ich finde, das muss stimmen. Darum recherchiere ich auch immer so gut für die Geschichten und lasse auch Fachleute gegenlesen, weil mir das so wichtig ist. Und dann kann ich sagen, okay, man kann die Geschichte mögen oder nicht, aber sie ist so, dass ich dahinter stehen kann. Und das ist mir das Wichtigste. Und natürlich freut man sich immer wahnsinnig, wenn jemand kommt und sagt, ich mag das Buch, jedes Mal wieder. Also das tut gut, weil man ja sehr, sehr lange diese Geschichten mit sich rumträgt und immer was Persönliches mit da reinlegt. Also es ist schon so ein bisschen, dass man sich ja auch öffnet und auch bloßstellt. Und dann freut man sich wahnsinnig über liebe Worte. Gibt es manchmal auch negative Kritik? Und wenn ja, wie gehst du damit danach um? Ja, aber das habe ich ja eigentlich fast so beantwortet. Wenn man für sich sicher ist, dass man das nur so schreiben konnte, wie es da steht und dass das der Weg ist, dann muss man halt damit leben. Das ist immer so, dass Dinge nicht allen gefallen. Und Dinge, die allen gefallen, sind dann wie so ein Kompromiss von allem. Und das ist dann auch kein Standpunkt. Und damit muss man einfach leben. Also ich ärgere mich nur manchmal, es gibt dann Leute, das habe ich dann festgestellt, vor allem im Internet, die manchmal Bücher gar nicht gelesen haben und so einen Unsinn schreiben, der gar nicht stimmt. Das finde ich dann ärgerlich. Aber eine gute Kritik, wo jemand sagt, ich kann damit nichts anfangen und ich habe mich darüber geärgert, finde ich total in Ordnung. Also jeder hat das Recht dazu. Wir leben in einem freien Land. Zum Glück. Wusstest du schon immer, dass du gut schreiben kannst? Also ich habe immer gern geschrieben und Deutsch war auch mal mein Lieblingsfach in der Schule. Ich hätte mir nicht gleich getraut, ein Buch zu schreiben. Ich habe ja so einen Umweg genommen. Ich habe erst eine journalistische Ausbildung gemacht, habe also berichtet über Dinge, die stattgefunden haben. Dann habe ich gedacht, ach, ich denke mir vielleicht doch lieber was aus. Dann bin ich ja zum Film gewechselt, habe dort erst an Drehbüchern mitgearbeitet, dann ganz lange im Team mit meiner lieben Freundin Nina Bullmann Drehbücher geschrieben und dann hatten wir beide irgendwann so das Gefühl, jetzt mit den Serien, was wollen wir eigentlich schreiben und überhaupt? Und bei mir war es dann so, dass ich gedacht habe, eigentlich wollte ich doch immer Kinder- und Jugendbücher schreiben. Und mich hat wahnsinnig beeindruckt damals die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das sowas würde ich gerne tun. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss es jetzt einfach ausprobieren. Und dann hatte ich das Riesenglück, dass ich hier den Oettinger Verlag gefunden habe, die meine Geschichten mögen und ich möchte jetzt auch nichts anderes mehr tun. Wann und wo hast du denn die besten Ideen für deine Bücher? Oh, die können überall kommen. Also das kann man gar nicht sagen. Manchmal hört man eine Musik, manchmal sieht man etwas, manchmal liest man Zeitungsartikel, manchmal erzählt einem etwas. Manchmal aber auch bei meinen Kindern beim Kinderzirkus sieht man etwas, wo ein Kind was mit sich herumträgt oder ein Problem hat und das ist kaum zu lösen und wo ich denke, verdammt, es braucht eine Geschichte, um Kindern, die in so einer Situation stecken, Mut zu machen oder Lösungswege aufzuzeigen. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt nicht das eine Ding. Aber hier war es so, ich wusste, dass ich bei Bela auf die Reise schicken wollte. Ich wollte, dass er weg ist von seinen Eltern und habe immer gedacht, zu wem fährt er? Wen will er denn fragen? Und ganz ehrlich, da war ich beim Friseur und hatte gerade den Kopf am Waschbecken und dann dachte ich, der Papst. Und dann habe ich sofort gesagt, stopp, mein Waschen, habe im Verlag angerufen, meine Lektorin und die Programmleiterin damals, Carina, und habe gesagt, ich weiß jetzt, wo Sie hinfahren wollen. Und haben sie gesagt, okay, wenn dir da die Ideen kommen, dann geh gern öfter zum Friseur. Also, man weiß es nie. Hast du denn überhaupt einen Lieblingsplatz, wo du schreibst?
Ich sitze an meinem Schreibtisch gern. Ich brauche dann so einen Blick nach vorn. Und ich bin jemand, ich muss mir Mühe geben, mich zu konzentrieren. Ich bin so auch ein bisschen wuschig und lasse mich schnell ablenken, darum brauche ich Ruhe. Ich kann aber auch super im Zug schreiben. Also ich sitze gerne in den Ruheabteilen im Zug und schreibe. Oder auch wenn ich unterwegs bin in Cafés, dann höre ich das witzigerweise auch gar nicht. Dann verschwindet das so. Also es hat eher was mit einer inneren Ruhe zu tun als mit dem Äußeren. Manche Autoren nehmen sich ja vor, so 1000 Wörter zum Beispiel am Tag zu schreiben. Nimmst du dir sowas Ähnliches auch vor? Nee, das habe ich aufgegeben. Also es gibt gute Tage, da schafft man wahnsinnig viel und hat so einen Fluss. Und es gibt Tage, da schlägt man sich mit einer Seite rum. Und es gibt auch Tage, da geht gar nichts. Und dann, da sage ich heute, klappe ich das Laptop zu und räume lieber die Geschirrspülmaschine aus oder so, bis ich wieder einen Zugang gefunden habe. Und da bin ich auch mittlerweile ganz entspannt. Der kommt wieder, wenn man loslässt. Aber wenn man so krampfhaft da dran bleibt, das bringt nichts. Was ich habe in bestimmten Phasen im Buch oder auch am Anfang, ist, dass ich mich so ganz zurückziehe. Dann gehe ich wirklich in irgendein Hotel, schließe mich ein und spreche auch mit niemandem. Rufe ich nur abends an und sage, alles in Ordnung. Und da schaffe ich dann gigantisch viel. Also da bin ich dann in so einem Schreibrausch. Was machst du dann, wenn du eine Schreibblockade hast? Ja, wie gesagt, ich sage dann einfach loslassen. Dann gehe ich spazieren, mache was ganz anderes und dann kommt das von allein wieder. Aber das ist auch was, was man, glaube ich, im Laufe der Zeit lernt einfach, wenn man lange schreibt, dass man Wörter oder Geschichten nicht erzwingen kann. Arbeitest du schon an deinem nächsten Buch? Ja, ich arbeite schon an meiner nächsten Geschichte. Und das wird was ganz anderes, ist auch spannend für mich. Eigentlich fangen ja meine Geschichten immer so mit der dritten Klasse an und ich habe auch relativ so komplexe Geschichten mit vielen Figuren, auch längere Geschichten und so einen großen Vokabelumfang auch. Und manchmal, oder gerade wenn ich so auf dem Land lese, fragen die immer, kannst du für alle Kinder der Grundschule lesen? Und dann sind die eigentlich zu schwer für erste und zweite Klasse, da eignen die sich nur zum Vorlesen. Jetzt schreibe ich einmal was so für zweite Klasse ist, mit mehr Bildern. Ich habe eben hier die neue Illustratorin getroffen, mal gucken. Und das ist auch was Neues für mich. Dann mal gucken. Also ich probiere auch gerne da mal immer was Neues aus. Willst du in Zukunft mehr Kinderbücher über so schwierige Themen wie Als mein Bruder ein Wal wurde schreiben? Also ich kann die nicht so nacheinander weg rauswerfen. Dafür ist es mir auch zu wichtig und dafür brauchen solche Geschichten auch Zeit zu wachsen und bis man den richtigen Zugang findet. Und ich habe wieder eine Geschichte im Kopf, die ähnlich ist, wo ich aber denke, die braucht noch so einen Moment, muss ich die mit mir rumtragen und immer drüber nachdenken, bis es wirklich so ist, wie es ist. Also so eine Geschichte braucht Zeit und ich finde, die muss man sich nehmen und die kann ich nicht wie ein Würstchenfabrikant produzieren. Und ich finde es aber auch immer ganz schön, dann so eine Abenteuergeschichte mal wieder zu schreiben, um dann auch wieder ja, die Kraft und die Ruhe haben, sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es Autoren oder Bücher, die dich inspirieren? Ja klar, also ich lese wahnsinnig viel, alles. Und Sachbücher wie Romane und wie gesagt, in dem Kinderbuchbereich ist es ganz klar Astrid Lindgren, wo ich gedacht habe, toll, das hat auch was mit ihrer Haltung als Mensch zu tun, die halt nicht nur Kinderbuchautorin war, sondern halt einfach ganz klare menschliche und politische Standpunkte hat, die sie offen und mutig vertreten hat. Das finde ich ganz wichtig. Und bei der Erwachsenenliteratur, da ändert es sich immer. Also das hat auch mit Lebensphasen zu tun. Aber ganz klar, ganz viele Inspirationen auch aus Geschichten und Büchern. Hast du denn generell so ein Vorbild? Ja, das wirst du ja beim Schreiben, ist das Astrid Lindgren. Und ehrlich gesagt, ich bewundere immer Menschen, die sich mutig mit ihrem Leben für eine Idee eingesetzt haben. Also das beeindruckt mich immer, wenn jemand etwas für so wichtig hat, dass er so radikal sein konnte, dass er sagt, ich gebe alles dafür. Das erfüllt mich immer mit Ehrfurcht. Als du so alt warst wie ich, also jetzt 13 Jahre alt, welches war da dein Lieblingsbuch? Oh, gute Frage. Was habe ich da? Ich glaube, in dem Alter habe ich ganz, ganz viel Literatur zum Dritten Reich und dem Terror der Nazis gelesen. Da hat mich dieses Thema wahnsinnig interessiert und beschäftigt. Und da habe ich wirklich damals alles dazu gelesen. Quer durch von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl und alles, was ich bekommen konnte, Anne Frank. Das hat mich sehr beschäftigt, als ich 13 war.
Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser der Südpol-Show auf 92,4. Und hier ist Nina Weger und ich freue mich, dass ihr zuhört. Danke für das Interview. Ja, danke.